Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Ja, eigentlich wollte ich gar nicht aufnehmen. Eigentlich hatte ich mir gedacht, jo, wir nehmen heute nicht auf, wir nehmen die ganze Woche nicht auf. Aber ich kann es doch nicht lassen. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir beim letzten Mal machen wollten. Wir tun jetzt hier auf jeden Fall rum. Weiß gar nicht. Ist das jetzt hier... Okay, das ist eine 19er-Quest. Weiß ich gar nicht. Würde ich die mit einem... Ich glaube, ich würde die einmal mit dem Druiden machen. Den wir machen heute Hauptstory. Ich werde dann nachher vielleicht auch noch so ein, zwei Parts Nebenstory machen. Dass wir hier mal so ein bisschen die Nebenquests abarbeiten. Und ja, das werde ich allerhöchstens vielleicht nachher mal machen. Und bis dahin aber erstmal nur Hauptstory. Und wir sind falsch gelaufen im Übrigen. Wir müssen in eine ganz andere Richtung. Ja. Rennen wir doch einfach mal. So. Nehmen wir auch einmal Eduard Begleiter. Juhu, wir haben unseren Fingerzeiger. Sehr geil. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Hatten wir hier die Dinger schon... Ah ja, okay, hatten wir schon alles leer. Gut. Ja, dann tun wir jetzt einfach mal nach da oben hin, rum. Wie auch immer. Nicht bei den Flüchtlingskindern umhören. Ja, das sollten wir hinkriegen. Plan für heute ist eigentlich Hauptstory wirklich straight durchziehen erstmal. Ich weiß gar nicht, bis wir vielleicht so ungefähr bei 25 sind. 20, 25 der Hauptstory. Also 23 bis 25 so in dem Dreh. Weiß nicht, wie lang einige Quests davon jetzt gerade erstmal sind. Aber wie gesagt, erstmal ein bisschen Hauptstory, weil ihr ja lang genug drauf warten musstet, dass wir einige der Klassen gelevelt haben. Deswegen mache ich das einmal hier ganz schnell, ganz fix. Wie gesagt, wie ihr seht, Taumaturg und Faustkämpfer sind immer noch niedrig. Wird aber leider auch erstmal dabei bleiben. Hallöchen. Du bist eine Abenteurerin, nicht wahr? Da musst du uns helfen. Außen ist womöglich in Gefahr. Normalerweise liest sie uns hier immer Geschichten von Tal vor. Aber heute ist sie in Richtung der unsichtbaren Stadt aufgebrochen, weil ich neulich beim Spielen draußen meinen wertvollen Schatz verloren habe. Den wollte sie suchen gehen. Und jetzt kommt sie nicht wieder. Bitte, du musst nach ihr suchen. Okay. Kriegen wir hin? Irgendwie. Ah ja, okay, da vorne müssen wir hin. Die Gegend ist echt... echt cool. Cool und interessant. Kann ich nicht anders sagen. Ah, hi. So, dann machen wir doch mal hier die Blitzpiepen alle fertig. Und helfen wir der guten Dame einmal. Sekunde 9, wie tief es da eigentlich runtergeht. Vielen Dank, das war überaus gütig von dir. Ohne deine Hilfe wäre ich vermutlich... Oh, du bist die Abenteurerin von neulich, nicht wahr? Mich freudige Überraschung, keine Sorge, ich bin nur leicht verletzt und kann alleine zurückkehren. Den Schatz des Jungen habe ich auch gefunden. Der Ring ist das einzige Andenken, das er noch an seine verstorbene Mutter hat. Ich muss ihn ihm sofort zurückgeben. Gott. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt komplett einmal wieder zurückeiern.
Du fährst erstmal durch die Gegnermassen. Weil so wild ist das ja an sich gar nicht. So. Dann erstatten wir Isenbart erstmal wieder Bericht. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch wieder ein bisschen aufgeholt an Renderarbeiten, also die Videos bearbeitet. Es ist immer noch eine ganze Menge. Ich glaube, bis auf 53 oder 54 geht der ganze Quatsch jetzt gerade. Aber dennoch, es ist. Ihr kommt voran. Wir kommen wirklich gut voran. Priesterin Orson wurde von den Monstern angegriffen, als sie den Andenkenring eines der armen Flüchtlingskinder suchte. Die Ärmste, ich werde sofort ein Zimmer in der Herberge für sie mieten und nach einem Arzt rufen lassen, damit sie sich schnell von den Verletzungen erholt. Doch das Unglück hat auch sein Gutes. Jetzt wissen wir, dass die Priesterin unmöglich in unserem Fall verwickelt sein kann. Wer das Hab und Gut von Flüchtlingskindern und unter Einsatz seines Lebens verteidigt, ist über alle Zweifel erhaben. Oh ja. Ihm ist wohl so. Sorge dich nicht wegen Orsons Verletzung. Ich habe die Wirtin der Herberge bereits gebeten, sie um ärztliche Versorgung für die Priesterin zu kümmern. Du solltest dich stattdessen zu Tancred begeben. Er war nämlich auf der Suche nach dir und sagte, er würde in der Nähe des Amelja-Feldlagers südöstlich von hier auf dich warten. Meinte, er hätte eventuell eine Spur zu den Tätern gefunden. Okay, auch das ist interessant. Ach, da hinten, jetzt gehe ich gerade in die falsche Richtung. Ich habe mich gerade ein bisschen gedanklich in der Quest vertan. Aber passt schon. Mehr als hier durch die Walachei laufen. Kann man schon nicht mehr. Wobei, warte mal, ich könnte eigentlich den Thaumaturgen hier leveln, ne? Ist zwar riskant. Okay, wir überleben es nicht. Oh Gott. Nein! Okay. Es hätte ja klappen können. Ne? Das hätte. Das hätte klappen können. Ich weiß gar nicht, ich denke mal, beim Faustkämpfer hätte es wahrscheinlich eher geklappt. Ja, dann sind 5 Dinger wahrscheinlich noch ein bisschen heftig. Also 5 Level drüber. Aber kein Ding, das kriegen wir alles hin. Ja, schicke Sachen. Ja, mit euch möchte ich eigentlich auch bald mal meinen Charakter umgestalten. So ganz bald. So, jetzt gehen wir aber auch den richtigen Weg. Du eben.
Den ich glaube, das könnte ganz gut passen bald. Dass man mal so die Frisur ändert oder so. Mal schauen. Vielleicht warte ich damit auch noch, bis wir hier so ein paar andere Outfits haben, die uns nicht das komplette Gesicht abdecken. Wird verfolgt. Ah, da ist Tankred doch schon. Hallöchen. Ah, da bist du ja, Ash. Du kommst wie gerufen. Ich habe gehört, was Orson widerfahren ist. Die Ärmste, es tut mir leid, dass ich sie zu Unrecht verdächtigte. Die Dreistigkeit, mit der diese Täter vorgehen, ist wahrlich ungeheuerlich. Doch ich bin den Übeltätern auf der Spur. Als ich Orson in der Nähe des Goldbazars beschattete, stieß ich mehr zufällig auf einige Almajar, die sich höchst verdächtig benahmen. Ich heftete mich an ihre Fersen und folgte ihnen unauffällig bis zu diesem Lager. Ich hatte mich natürlich auch selbst drinnen umsehen können, aber ich will den ganzen Spaß hier nicht für mich allein beanspruchen. Und du bist einem kleinen Abenteuer schließlich nie abgeneigt, nicht wahr? Ich werde hier Wache stehen, während du das Lager durchkämmst. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich dir beistehen. Warum glaube ich dem nicht? Ich habe eher so das Gefühl, dass wenn die Kacke am Dampfen ist, dass ich da alleine durch muss. Das ist gerade eher so meine Befürchtung, die ich habe. Mit der ich wahrscheinlich sogar richtig liege. Naja. Einmal. Den sortieren. Ah, okay. Dachte, ich könnte mich wunderbar dran vorbeischleichen. Aber es klappt ja trotzdem. Ja, ja, doch, klappt. Lübt das Ding. Unten noch einer. Der letzte nehme ich an. Der ist ja schon das, was wir suchen. Sind echt hässlich, diese Viecher. Dann nehmen wir das Ding einmal. Okay, und wir müssen aber trotzdem wieder zurück und durchkämpfen. Spawn ja aber schnell. Ich kann nicht mehr so schnell in Erinnerung. Tada. Da sind wir gut dran vorbeigekommen diesmal. So würde ich es eigentlich auch auf dem Hinweg machen. Aber naja. Siehst du, du hast meine Hilfe gar nicht gebraucht. Doch sag, hast du irgendeinen Hinweis gefunden, der uns weiterhelfen könnte? Ja. Hier. Nimm. Ein Handzettel? Zeig mal her. Der barmherzige Nalt nimmt sich auch der Ärmsten unter euch an. Habt Teil an seiner Herrlichkeit. Findet Arbeit mit Nalt. Wo so eine Art Jobvermittlung für Flüchtlinge, was? Das Schreiben ist dahin gekritzelt und von Naltal scheint der Autor auch nicht die meiste Ahnung gehabt zu haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Wisch von einem echten Priester stammt. Wir sollten diese
dieses höchst verdächtige Dokument den Priestern Ursus vorlegen. Vermutlich holt sie sich in der Herberge in Camp Knochenbleich noch von ihren Verletzungen. Ja, durchaus möglich. Da werden wir uns jetzt auch wieder hin teleportieren. Ganz flugs. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube, nach da. Vermute ich jetzt einfach mal. Na, da. Seht her, meine mutige Retterin. Mein Dank an dich kennt keine Grenzen. Ohne dein selbstloses Eingreifen weil ich vermutlich nicht mehr unter den Lebenden. Doch was führt dich heute zu mir? Das hier. Ein seltsames Schreiben. Die Schrift ist eine Beleidigung für die Augen. Niemals ist das das Werk eines geschulten Priesters. Doch wer könnte... Da fällt mir ein, dass vor einiger Zeit ein Gewand aus der Kirche entwendet wurde. Es würde wohl kein falscher Priester sein Unwesen treiben. Ausgezeichnete Arbeit, Ash. Langsam setzt sich das Puzzle zusammen. Der Entführer muss sich als Priester verkleidet und die Flüchtlinge in eine Falle gelockt haben. Wir scheinen es mit einem Element zu tun zu haben, das genauso gerissen wie skrupellos ist. Ich werde die nötigen Vorkehrungen für die Fortsetzung unserer Operation treffen. Erstatte diesen Bericht und rate ihm, Vorsicht walten zu lassen. Okay. Juhu, wir geben die Quest wieder ab. Der Täter hat die Flüchtlinge als Priester verkleidet, sind das Licht geführt. Welch ungeheuerliche Dreistigkeit, welche Blasphemie. Danke für die Warnung. Wenn ich eine verdächtige Person bemerken sollte, hörst du es als Erste. Falle schnappt zu. Ah ja. Ich habe keinen blassen Schimmer, wer sich hinter diesem falschen Priester verbergen könnte. Theoretisch käme fast jeder im Camp hier in Frage. Wohl wahr, lieber Isenbart. Doch es gibt eine Lösung für unser Problem. Wir schlagen den Betrüger mit seinen eigenen Waffen. Er verteilt seine blasphemischen Handzettel an Flüchtlinge, nicht wahr? Alles, was wir also tun müssen, uns als eben solche zu verkleiden und so zu tun, als würden wir ihm auf den Leim gehen. Ah, eine Falle. Wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen? Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Doch wenn ihr zwar euch das Halunken annehmt, mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Wie es der Zufall so will, wollte ich mich gerade einiger alter Kleider entledigen. Nehmt doch das hier, um euch als Flüchtlinge auszugeben. Hier eine löchrige Hanfschäfertunika und ein löchriges Paar Hanfschäferbeinlinge. Ausgezeichnet, diesen Bart. Damit werden wir dem Gauner ein Schnäppchen schlagen. Wo wartest du, Ash? Rein in den guten Zwirn und dann sprich mit möglichst vielen Leuten hier und gib vor, nach Arbeit zu suchen. Wenn sich die Kunden von deinem Auftauchen erst einmal verbreitet, wird der Priester mit seinen Handzetteln bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Wir werden ihn auf frischer Tat ertappen. Oh ja, das wäre. Eventuell. Okay, anlegen. Anlegen. Und jetzt dürfen wir hier mit den Leuten einmal reden. Höre mich, Ungläubige. Höre die Worte der gütigen Zima. In aller Herrlichkeit strahlt sie und wird dich reinwaschen von deinen Sünden. Ihr Leuchten führt die Arme in eine goldene Zukunft. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich hier gerade was im Laufen habe? Verschwinde. Du verschwindest mir die... verscheuchst mir die Braut noch mit deinem Gestank. Arbeit habe ich ganz bestimmt nicht für dich. Was willst du? Schon wieder ein Flüchtling? Wir haben schon genug von euch, Lumpenpack. Arbeit findest du bei der Legion der Unsterblichen bestimmt nicht. Schwör ab.
Sprich mich nicht an, ich bin beschäftigt. Gebt ihr elenden Flüchtlinge niemals Ruhe, gesell dich zu deinesgleichen an diesem Tümpel am Sandturm. Da könnt ihr euch von mir aus gerne mit Brackwasser besaufen, bis ihr umfallt. Kann ich etwas für dich tun? Ja, okay. Ich weiß nur noch, dass das stand. Wohl nicht. Aber passt schon. Ausgezeichnete Arbeit, Ashe. Selbst ich habe das Gerede der Leute über einen neuen Flüchtling bereits vernommen. Unser falscher Priester wird also sicher nicht lange auf sich warten lassen. Wir sollten uns direkt zu dem Tümpel am Sandtümpel begeben, von dem du gehört hast. Der Ort ist verlassen und geradezu prädestiniert für einen Hinterhalt. Sicher wird er versuchen, dort zuzuschlagen. Triff mich dort, wo das Ufer am höchsten ist, hörst du? Und komm ja nicht auf die Idee, mich sitzen zu lassen. Noch ein Kopf in diesem Monat könnte ich nicht vertragen. Zwinker. Ah ja. Gut, ja, dann geht's jetzt erstmal dahin zurück. Kann sie erstmal hier um Stunden lang gehen. Wie gesagt, mit drei Tier wäre das Ganze schon angenehmer. Ich glaube, allzu lange dauert das auch gar nicht mehr. Wenn wir alles richtig machen. Ich glaube, das kommt dann, wenn... Also ich meine, es müsste bei einer der Level 20er Quests sein. Und ich glaube, da sind wir auch bald. Und ich meine, auch dann können wir uns langsam ans Reiten wagen. Ja, toll. Hi. Musst du mir jetzt hier auf den Keks gehen? Ah, da bist du ja endlich, Ash. Also gut, dann wollen wir diesen Heuchler mal in die Falle tappen lassen. Die Kluft steht dir ausgezeichnet, Ash. Solltest du öfter tragen. Aber Spaß beiseite, schnappen wir uns den Betrüger. Höret mich vom Schicksal gebeutelte. Ich bin ein Diener des Ordens von Nahltal. Seid auch ihr ohne Brot und Lohn. Du willst ein Priester sein? Aber natürlich. Das sieht man doch. Ich komme aus der Gemeinde Sankt Adama Landama. Weil ich will einmal ganz kurz den Monitor einmal. So. Wenn ihr es wollt, kann der großzügige Gnalt auch euch weltlichem Wohlstand verhelfen. Weltlichem Wohlstand verhelfen. Seht, es steht alles hier geschrieben. Dieser Handzettel, diese unleserliche Schrift, ha, es besteht kein Zweifel. Wenn du ein Priester bist, ist meine Großmutter die Sultana. Das Spiel ist aus, gib dich zu erkennen, Ungust. Was, aber wie, ihr habt euch als Flüchtlinge verkleidet, um mich in eine Falle zu locken? Bitte tut mir nichts. Ich hatte meine Gründe. Die Bewohner des Goldbazars waren in Gefahr. Die Bewohner des Goldbazars? Erkläre dich. Ja, natürlich. Wie du willst. Wie ihr vielleicht wisst, lebe ich schon seit vielen Jahren auf dem Goldbazar. Vor einigen Wochen haben die Amajar an unsere Pforte geklopft. Und zwar ziemlich nachdrücklich mit ihren Piken und Äxten. Um meine Wahlheimat zu schützen, habe ich den Äxten einen Handel vorgeschlagen. Sie sollten uns in Ruhe lassen und wir würden ihnen dafür liefern, was sie wollten. So, so. Und was haben die Banditen gefordert?
Zum einen wollten sie die Fahrpläne für Kristall- und Erzlieferungen aus der Nava-Mine. Das war noch relativ leicht, aber einfach einen der Arbeiter dann mit ein paar Gill und billigem Fuse bestochen. Doch damit haben sie sich nicht begnügt. Arbeiter wollten sie auch noch von mir. Was sollte ich da tun? Wenn du die Wahl gehabt hättest, deine Freunde oder Fremde zu verkaufen, hättest du nicht das gleiche getan wie ich? Spiel hier nicht die barmherzigen Gredania. Du hättest dich erst mal an die Legion der Unsterblichen wenden können. Wie konntest du nur so niederträchtig sein? Nun ja, die Amidjar waren überaus freundlich. Was soll das heißen? Sie haben einen Haufen Gil springen lassen, Mann. Und zwar einen ziemlich beachtlichen Haufen. So viel Mullfleisch könnte ich in meinem ganzen Leben nicht verkaufen, um so viel Geld zu verdienen. Genug, Abschaum. Du hast dein Land verraten, deine Landsleute verkauft. Und das alles für ein paar dreckige Gil? Du widerst mich an. Abgnade, ich. Du schon wieder. Ah, du bist wie ein Fluch. Wahrscheinlich war es auch du, der den Amidjar die Patrouillenrouten und Dienstpläne der Legion zugespielt hat, was? Nein, damit habe ich nichts zu tun, ich schwöre. Nun, mit dieser Frage werden sich die Inquisitoren der Legion sicher noch persönlich auseinandersetzen wollen. Du wirst für deine Missetat büßen. So oder so. Glaub's mir, Freundchen. Nein, alles so das nicht. Erstattest du mir einen Vierjährbericht, Ash? Um diesen Dreckskerl kümmere ich mich. Wäre doch gelacht, wenn ich Details der nächsten Übergabe nicht aus ihm herauskitzeln könnte. Dann lasse ich diese widerlichen Amerindier ins offene Messer laufen und finde heraus, wo sie die Geiseln gefangen halten. So, wir sollen also zu Minfilia in den Sonnenwind zurückkehren. Ah, ich hasse es. Hasse den Weg zu Minfilia. So. Da sind wir auch schon wieder. Das wird toll. Das wird so toll. Letzte Tau. Hier geht's in den Sonnenwind. Unsere zweite Heimat. Quasi. Und den Bund der Morgenröte betreten. Ich freue mich, dich wohlbehalten wiederzusehen, Ash. Und noch mehr freue ich mich, dass die Zusammenarbeit mit Tankred so reibungslos zu laufen scheint. Sag, wie ist es euch ergangen? Ja, Amidjar, also, wie ich vermutet hatte. Vielen Dank. Das hast du ausgezeichnet gemacht. Ich fürchte nur, die Amidjar werden weit weniger kooperativ sein als dieser opportunistische Widerling von einem Händler. Es sieht ganz so aus, als wären wir auch in Zukunft auf deine tatkräftige Unterstützung angewiesen, Ash. Mach dich auf eine harte Schlacht gefasst. So, Druide ist jetzt auch Stufe 20. Das heißt, wir können jetzt einmal auf den Schurken schalten. Oh Gott sei Dank, das ist auch noch. Ist auch Gott sei Dank noch ein 19er. Es ist vielleicht an der Zeit, dass du mit einer wichtigen Technik vertraut wirst, um dich besser für die kommenden Herausforderungen zu wappnen. Vielleicht hast du schon von den Mutagenix gehört, dem gelehrten Techniker. Er hat einen Weg gefunden, verschiedenste Ausrüstungsgegenstände mit einer außergewöhnlichen Prozedur stabiler und stärker zu machen. Viele waren anfangs gegen ihn eingenommen, weil er ein Goblin ist und gegen die halten sich hartnäckige Vorurteile. Aber er hat es sich zur Aufgabe gemacht, unvoreingenommene Abenteurer in seine revolutionäre Technologie der Materiaverarbeitung einzuweihen. Wenn du ihn darum bittest, wird er dir alles über die Materie erklären. Ich gebe dir auch gleich ein Testobjekt mit, an dem er dir die Technik demonstrieren kann. Hier, dieser Dolch. Bring den zu Mutagenix auf dem Feuerhügel, wo er seine Gerätschaften aufgebaut hat. Du wirst den Ort gleich an der Rauchsäule erkennen, die von dort aufsteigt. Okay. Wenn es denn sein muss. Wenn es sein muss, tun wir das.
Dann aber einmal zum Kohlenstoffbahnhof. Okay, und dann hier hoch. Aber diesen Weg Richtung. Erstmal ein ewig langer Weg bis dahin. Hier können wir auch direkt noch was anderes annehmen. Materieextraktion. Okay. Oh, Großwachsene, kommst du für Wörtertauf zu Mutagenix, ja? Ja. Ja. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, ich werde mir auf Fass bin. Es wohnt im Ding das Herz seines Herrn. Es wandelt zu glänzenden Steinen seinen Kern. Glänzende Materie leuchtet und stark. Du bist der Wille des Besitzers als Kristall. Ehre dein Gut, benutze es lang. Wandle es um, sei nur nicht bang. Dann wird der Kristall der stärkt, was du hast. Setz ihn ein, so du kannst. Und der passt. Versuchen wir jetzt eigen selbst, ja? Was auch Großwachsene mit Telleraugen. Haben wir schon Freunde werden mit Schüttelhand? Oh, Minfilie hat dich weit schicken hierher. Lass Mutagenix Wortgeschenk über Materie schenken. Großwachsene Ohr aufspannen wie Segel, damit Worte ganz in Ohr bekommen. Aber vorzuerst zeigst du, was du Klammer greifst. Stumpfpunkt wie Gillmünze. Solche Tötenwerkzeug muss Minfilia im Müll werfen. Aber für Augenbeispiel soll Genüge sein. Ihr Meister, die Materie. Jetzt helft ein Auge auf Meister können. Materia ist eingesetzt und gut. Tötenwerkzeug glänzen hell. Riesenstark. Mutagenix wird gratis schenken an Mephilia. Materia ist eine Art von Kristall. Man gewinnt sie, indem man die ätherische Essenz aus lange und intensiv benutzten Ausrüstungsgegenständen extrahiert. Man verfestigt also die Energie, die in der Benutzung durch seine wachsende emotionale Bindung mit der Zeit in den Gegenstand hat einfließen lassen. Natürlich ist nicht jeder beliebige alte Gegenstand auch zur Materiasynthese geeignet. Sobald du Materie gewonnen hast, kannst du sie in einen anderen Gegenstand einsetzen und seine Eigenschaften damit verbessern. Interessant ist, dass man so kaputten Ramsch wie deinen Durch dann noch aufmotzen kann. Materie ist schon ein echt heftiges Zeug. Co. Haben Großwachsene in Augen bekommen, leuchten bei Vorzeigen von Mutagenix, hören dann mit Spitzohren, damit Leuchten auch in Denkschale von Großwachsene kommt. Musu, erst viel bewegende Hände bis Handwerkmeister, dann wird zu machen. Viele Seelen selbst zu Materiestein und Tötenwerkzeug wird stark sein wie Härtefels. Und jetzt gehen mit Schnellschritt. Mutagenix braucht Einzelzeit für Aufräumen in Denkschale. Lernschüler von Mutagenix können löschen gierig Wissen von Großwachsenen. Macht zu Wörtertausch mit ihnen. Ist das schwierig zu lesen, diese Kobolde, Goblins, whatever.
So, hier hätten wir dann zum Beispiel halt noch was. Das wäre dann halt für die Materieextraktion. Waffen oder Rüstungen, die sich lange im Gebrauch befinden, nehmen einen Teil der Persönlichkeit ihres Besitzers an. Es ist, als ob das Material selbst eine Seele besitzt. Du glaubst mir nicht? Ich werde es dir beweisen. Es gibt eine Methode, diese Seele in handfeste Eigenschaften eines Gegenstandes zu verwandeln. Materieextraktion nennt man das. Damit zieht man die Energie aus einem Gegenstand, dem man bereits eine hohe emotionale Bindung aufgebaut hat, und formt sie zu sogenannter Materie. Mit dieser kristallinen Substanz lässt sich ein Ausrüstungsgegenstand veredeln. Er übernimmt die Eigenschaften von der Materie. Wenn es dich interessiert, dann weihe ich dich in die Geheimnisse der Materieextraktion ein. Gut, die Seelen der ursprünglichen Gegenstände schlummert nun in der Materie. Man kann sie in einem neuen Gegenstand transferieren und ihn so veredeln. Die Seele von Gegenständen ist so unberechenbar wie die von Lebewesen. Man kann nicht sagen, welche Eigenschaften eine Materie zeigen wird. Die Materie kann nur mit einer besonderen Technik angebracht werden. Wer keine Zeit hat, diese Technik zu erlernen, kann auch einen erfahrenen Handwerker oder Materieeinsetzer beauftragen, die man in letzter Zeit allerorts findet. Wenn du aber die Technik erlernen möchtest, mit der man Materie anbringt, dann sprich mit Phobas. Die angebrachte Materie kann mit einem Befehl im Untermenü des Ausrüstungsgegenstands zurückgewonnen werden. Okay. Materie herstellen. Du bist nun in der Lage, Materie aus Gegenständen zu extrahieren. Materie, die aus einem Ausrüstungsgegenstand gewonnen wurden, kann an einem anderen angebracht werden, um dessen Attribut zu verbessern. Um aus einem Ausrüstungsgegenstand Materie zu extrahieren, musst du zunächst eine Bindung zu ihm aufbauen, indem du ihn oft verwendest. Sobald die Bindung zu einem Gegenstand 100% erreicht hat, kannst du diese Option Materie extrahieren in dessen Untermenü auswählen. Sobald Materie aus einem Gegenstand extrahiert wurde, sinkt seine Bindung auf 1. Materia kann von Sammlern mit entsprechender Ausbildung und von Materia-Einsätzen in den Städten in einen Ausrüstungsgegenstand angebracht werden. Um eingesetzte Materia zu entfernen, will Materia zurückgewinnen im Untermenü dieses Ausrüstungsgegenstandes. Oh Gott. So, sehr schön. Dann gehen wir auch wieder einmal zurück zum Sonnenwind. Dann gehen wir einmal wieder zurück zum Sonnenwind. So. Da vorne können wir jetzt auch was machen. Ah, die nächste Inni quasi. Beziehungsweise eine Freiwillige. Na, müsste sie nicht mal annehmen. Hallo, meine Gute. Darf ich mich vorstellen? Nedrick Ironheart. Forscher und Explorateur par excellence. Für eine furchtlose Glücksritterin wie dich hätte ich eventuell genau das Richtige. Neulich bin ich zu einem entlegenen Winkel des östlichen Tarnlands, nämlich auf ein gefahrvolles Höhlensystem, gestoßen. Sein Name lautet Halatali. Es soll vor etwa 100 Jahren als Trainingsstätte für Gladiatoren angelegt worden sein. Während der siebten Katastrophe stürzten die Tunnel teilweise ein und keiner weiß mehr, was drin so genau vor sich geht. Wenn das Unbekannte dich reizt und du einen gewissen Nervenkitzel nicht abgeneigt bist, solltest du mal mit dem Legionär Joni sprechen. Steht am Eingang vor Halatali Wache. Und keine Angst, ich habe ihm bereits angekündigt, dass ich ihm mutige Abenteurer vorbeischicke. Er sollte dir also Zugang gewähren. Sehr schön. Also, ich die schon mal. In der Tasche. Okay. Ja, ich habe in den letzten Tagen nicht besonders viel geschlafen. So, wir geben jetzt aber diese eine Quest noch ab und danach beende ich auf dem Part. Und ja. Nee, gut so. Hallo, Minfilia. Willkommen zurück, Ash. Ich hoffe, dein Ausflug zum Feuerhügel war erfolgreich. Ergebnisreich, erfolgreich, wie auch immer. Oh, wie meisterhaft. Es ist nicht zu glauben, welchen Unterschied so ein kleines Stückchen Materie macht. Die Technik überfordert zwar zunächst einige Übung,
Aber auf lange Sicht macht sich die Mühe auf jeden Fall bezahlt. Du wirst dich noch zu unzähligen Kämpfen stellen müssen. Und ganz sicher wird es manchmal eng werden. Materia kann da über Sieg und Niederlage entscheiden. Diesen Vorsprung solltest du nicht einfach verschenken. Und da wir gerade über Kämpfe sprechen, ich möchte, dass du eine bestimmte Aufgabe erledigst. Tancred hat uns gerade höchst bedeutsame Informationen überbracht. Okay. Jetzt sind die nicht besser? Ach, ab Stufe 20, okay. Hi, die erste Prüfung. Der erste Boss. Aber das lese ich beim nächsten Mal vor. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Ciao.